Wir hören natürlich, also das Angebot ist da. Trotzdem, was würden Sie denn sagen? Was sind die größten Schwierigkeiten nach Schule oder Ausbildung, den Weg in den Beruf zu finden? Also woran hapert es da und wo könnte man nachbessern? Also ich höre ja oft das Argument, und ich habe es vor kurzem wieder gehört, dass die Schüler oder Schülerinnen nach der Schule nicht orientiert sind. Das sind Dinge, die ich ganz ehrlich nicht mehr hören kann. Also wer in der heutigen Zeit, im IT-Zeitalter 2024, dann nachher sagt, er ist nach dem Gymnasium, und das waren Abiturienten, nicht orientiert, was die Berufswelt oder die Studienwelt hinten dran angeht, das verstehe ich nicht mehr. Die Angebote sind wirklich sehr, sehr vielfältig, die wir auch als Agentur machen, die auch die Initiative macht, die die Jobzone liefert. Einfach mal die Augen und die Ohren mehr zu öffnen für die Region, für die Möglichkeiten, die es hier gibt. Und dann findet man auch Lösungen und Antworten. Das sind Dinge, die ich wirklich nicht mehr hören kann. Wir sind mit vielen, vielen Leuten auch von meiner Agentur in der Berufsberatung permanent an Schulen unterwegs. Wir sind da, wir bieten Rat und Tat und Möglichkeiten. Aber dann sich hinzustellen und zu sagen, ich habe ja überhaupt keine Orientierung, ich habe zwar jetzt die 13 gemacht, ich habe das Abitur, aber eine berufliche Orientierung habe ich keine. Das sind Dinge, die ich nicht verstehen kann, die dann auch, je nachdem, so ein Stück weit, wir waren am Gymnasium Asterstein, vielleicht auch am Schulsystem in irgendeiner Form, wo da die Fehler liegen, dass die Schüler halt nicht entsprechend orientiert sind. Ich möchte Herrn Klein noch mal mit ins Gespräch nehmen. Sie haben mir im Vorfeld gesagt, Sie merken, dass die Schüler zum Teil auch schwächer werden in dem, wie sie ausgebildet sind. Dem begegnen Sie aber sehr konkret. Ja, in der Tat hat nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität nachgelassen. Und wir bekommen die heute oft von der Schule nicht so, dass sie 100% geeignet sind, die berufsbildenden Schulen entsprechend zu besuchen, zu bedienen. Und da hilft eigentlich nur intern Werksunterricht. Wir haben einen sehr qualifizierten Ausbildungsleiter. Der muss sich denen dann, sind meistens junge Männer bei uns, hoffentlich in Zukunft auch mehr junge Frauen im technisch-handwerklichen Bereich, muss sich denen dann entsprechend zuwenden, um diese Defizite in den Griff zu kriegen. Ne? In dem Zusammenhang möchte ich noch sagen, ich persönlich bin 1974 in die Ausbildung gekommen. Da gab es klassisch die Stufenausbildung im Elektrobereich. Da hat man 2 Jahre gelernt, dann war man Elektroanlageinstallateur und hat einen Gesellenbrief und konnte im Schaltschrankbau arbeiten oder bei einfachen Installationen arbeiten. Für viele war das ausreichend und viele waren damit auch zufrieden. Danach hatten wir die Möglichkeit, 1,5 Jahre weiterzulernen. Dann hieß das Energieanlagenelektroniker. Dann war man höher qualifiziert für die Industrieelektronik, Messregeltechnik, Steuerungstechnik, Antriebstechnik. Wäre auch vielleicht wieder ein ganz gutes Modell. Nicht jeder hat die Fähigkeiten, sich weiter zu qualifizieren. Und man braucht auch, Sie kennen dieses Diagramm, Fähigkeiten und Herausforderungen. Wenn ich also hoffnungslos unterlastet oder überlastet bin, kann ich mich nicht wohlfühlen, bin ich nicht im Flow, könnte man vielleicht auch wieder mit seiner solchen Stufenausbildung dem begegnen. Also dem Menschen wirklich mehr schauen, was kann er, was will er und was braucht das Unternehmen und da auch passgenauer auszubilden. In der Tat, ja. Binden Sie Menschen damit an sich, weil sie sich bei Ihnen gesehen und wohlfühlen? Natürlich, indem wir den jungen Leuten gerade in der Ausbildung auch mehr zutrauen, immer schauen, wozu ist derjenige auch in der Lage und entsprechend dann Aufgaben verteilen, entsprechend das Ganze auch reflektieren und damit auch eine gewisse Wertschätzung übergeben, haben wir natürlich die Chance, demjenigen auch mehr wieder entgegenzuwirken und auch ihn einfach an das Unternehmen zu binden. Bleiben wir mal bei diesem Thema Qualifizierung. Können Sie da Unternehmen beitreten? Also wie ich das schon gesagt habe, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft selber, wir haben eine unterstützende Funktion in dieser Netzwerkbildung innerhalb der Fachkräfteallianz. Aber der ganze Bereich der beruflichen Weiterbildung, der sitzt in Person direkt neben Ihnen von der Zuständigkeit. Das ist ja originäre Aufgabe auch der Arbeitsagentur, der Arbeitgeber. Das sind dann Dinge, wir holen die Unternehmen zusammen innerhalb dieser Workshops, wo wir über Best Practices Erfahrungswissen teilen, um dem Unternehmen darüber dann auch Möglichkeit zu zeigen, wie sie sich besser positionieren. Also lernen voneinander, das tun wir in ganz unterschiedlichen Formaten. Und das wird auch angenommen? Das wird auch angenommen. Also das ist natürlich immer etwas, wo ich mich strategisch aufstellen muss, wo ich dann das Tagesgeschäft mal an die Seite packe und mir die Zeit nehme. Zum Beispiel in einem Format wie das sogenannte bewegte Treffen. Das ist etwas, wo wir wandern gehen, wo Personalentwickler aus den Unternehmen sich treffen. Da haben wir jetzt schon eins gemacht. Das macht eine Kollegin aus der Kreisverwaltung.
wo man dann an verschiedenen Stationen bei einer Wanderung über ein paar Kilometer, nachher mit einem gastronomischen Ausklang, wie das dazugehört, sich austauscht auf diesem Weg, an Stationen dann auch einen Impuls kriegt. Also das ist ganz vielfältig, was da angeboten wird. Und das funktioniert. Wir haben es jetzt eben gehört, wir brauchen natürlich bei Mitarbeitergewinnung auch weitere Gruppen, die wir vielleicht gewinnen, mehr in Arbeit zu sein, länger in Arbeit zu sein. Wie können wir aber dafür sorgen, dass letztendlich gerade bei diesem Spagat zwischen Familie und Beruf Frauen unterstützt werden? Denn das ist ja wirklich ein gesamtgesellschaftliches Problem. Aber vielleicht, wenn ich nochmal zum Thema von eben nochmal was sagen darf, was Henning Schröder ausgeführt hat, Beschäftigtenqualifizierung, da hat der Gesetzgeber ja endlich erkannt, dass wir auch in der Beschäftigung schon ansetzen können und ansetzen müssen bei der Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da sind. Und das ist auch immer meine Antwort, wenn ich gefragt werde. Und ich werde oft gefragt, haben Sie noch einen Dachdecker, haben Sie noch sonst irgendjemand irgendwo für mich? Wo ich immer dann sage und frage, ja, was ist denn mit denen, die da sind? Kümmern Sie sich um die, die da sind? Herr Benner hat es gerade dargestellt. Werden die entsprechend gefördert? Gibt es Möglichkeiten auch in der Familienfreundlichkeit, dass die Menschen, die da sind, auch entsprechend unterstützt werden? Und gerade die Frauenerwerbsquote ist in Deutschland ein Thema. Das ist ein Problem, definitiv. Das hängt aber mit vielen Faktoren zusammen. Kindertagesstätten, Kindergartenplätze, Möglichkeiten, dass Frauen mehr arbeiten können. Ich habe gestern im Radio gehört, dass Griechenland jetzt nicht die 4-Tage-Woche, sondern die 6-Tage-Woche einführt. Wir müssen vielleicht hier und da auch mal so ein bisschen mehr zupacken wieder in Deutschland. Das ist meine absolut feste Meinung. Mal vielleicht hier und da auch wieder die Ärmel hochkrempeln und eher nicht, sagen wir mal, Work-Life-Balance so in den Vordergrund stellen, sondern erstmal wieder zupacken, weil ich sehr der Meinung bin, dass ohne Wirtschaft alles nichts ist. Das ist Fakt. Die ganzen Transfers, die wir so im Sozialleistungsbereich haben, gehen nur, wenn wir eine florierende, gute Wirtschaft haben. Vielleicht müssen wir da auch noch mal ein bisschen mehr zupacken. Aber Frauenerwerbsquote ist ein Thema, wo wir besser werden müssen. Gerade auch im Bereich der Menschen mit Migrationshintergrund. Da haben wir noch deutlich geringere Frauenerwerbsquoten als bei deutschen Frauen. Dann das Thema Migration ist ein großes Thema. Potenziale aus dem Feld zu schöpfen. Ukraine, kann ich gerne gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen. Noch mal einen wirklich flammenden Appell halten. Für die Menschen, die aus der Ukraine hier bei uns sind, die vor fast 10 Jahren, 15, 16, hier nach Deutschland geflohen sind. Da gibt es viele, viele gute Erfolge, aber auch viele Menschen, die halt noch keine Perspektive im Berufsleben haben. Da einfach weiterzumachen, zu unterstützen, zu helfen, Sprache zu vermitteln und einfach pragmatisch Lösungen zu finden mit Arbeitgebern, die einfach auch sagen, okay, ich bin bereit. Das ist jemand, der nicht 100% meinen Erwartungen entspricht. Vielleicht sind es nur 70%, aber wir kriegen die Kurve zusammen. Und wir helfen mit Lösungsmöglichkeiten, auch mit finanziellen Unterstützungen. Da komme ich jetzt nochmal, ich bin gerade fertig, zur Beschäftigtenqualifizierung. Es gibt das Qualifizierungschancengesetz, es gibt das Weiterbildungsgesetz, es gibt das Qualifizierungsgeld. Es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, dass wir das auch finanziell unterstützen. Beraterisch tun wir es eh. Aber dass einfach auch die Arbeitgeber einfach mal zu uns kommen und einfach mal sagen, habt ihr eine Lösung, habt ihr eine Idee, wie wir das hinkriegen? Und ich bin sicher, dass wir in vielen, vielen Dingen gute, vernünftige Lösungen zusammen hinkriegen. Ja, also zunächst mal ein großes Lob auch an die Arbeitsagentur. Die kommen uns zum Beispiel auch sehr, sehr entgegen, wenn es um Probearbeiten geht. Da ist ganz hohe Flexibilität. Und wir wollen auch speziell Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die bei uns Probearbeiten, das sollen jetzt keine billigen Arbeitskräfte für 14 Tage sein. Da geben wir uns Mühe und wenn mal eine Woche verlängert werden muss und so, also ganz, ganz große Toleranz von der Agentur. Sprachliche Barrieren müssen überwunden werden. Ich spreche jetzt nochmal das Thema Sicherheitsunterweisungen an. Muss ganz klar dann zweisprachig sein. Wir arbeiten mit kleinen Translatern. Wir versuchen sehr, sehr tolerant zu sein. In der Industrie ist es so, dass Maschinen und Anlagen über Operator-Panels, also ein Patch-Panel, die man so kennt, bedient werden. Die können wir dann programmieren an die Zweisprachigkeit und. Ja, wir müssen da uns auch sehr dehnen und flexibel sein, um diesem Defizit entgegenzukommen. Herr Assenmacher, ich würde Sie gerne noch mal in Bezug auf die Region dazu nehmen. Wir haben gehört, dass die Arbeitsagenturen da viele Programme haben, das unterstützen. Kann man eben gerade in der Region vielleicht, auch wenn es zum Beispiel um Kita-Plätze, ich meine, das ist immer ein Riesenthema, ich weiß, aber letztendlich, wenn zum Beispiel, also wir hatten mal dieses Thema mit dem Schwimmbad, warum kann man da nicht einfach auch manchmal eine schlanke Idee haben, die dann vielen Unternehmen gemeinsam hilft? Also ich glaube, ich muss sagen, man merkt es ja in den Ausführungen. Eine der Grundthemen ist, dass wir flexibler werden.
Wir müssen flexibler in den Köpfen werden. Das gilt, sage ich mal, im politischen Bereich, im kommunalpolitischen Bereich. Da geht es um so ein Schwimmbad. Aber da geht es eben auch um andere Dinge. Im Gesundheitsversorgungsbereich, Sie können es ja durchdeklinieren. Wir müssen flexibler werden. Wir müssen es schaffen, Grenzen abzubauen. Und das ist natürlich für eine Region ganz wichtig, dass diese Region, wir wollen nicht den Einheitslandkreis schaffen, das wäre Unsinn, weil jeder Landkreis hat seine Stärke. Die Leute brauchen die unmittelbaren Gesprächspartner, die die Sprache kennen, die es kennen, wo das Unternehmen tätig ist. Aber genau die Themen, die wir, muss sagen, eine Ebene weiterheben könnten, ich glaube, das ist nicht jetzt ein Thema der Initiative speziell, aber das ist ein allgemeines Thema. Ich hatte eben auch bei den Ausführungen, weil ich da persönlich jetzt in meinem Büro auch, wir haben Quereinsteiger, muss sagen, tolle Erfolge mit Quereinsteigern. Aber wir haben das Problem, dass dieses Ausbildungssystem, was wir haben mit den dreijährigen Ausbildungen, nicht flexibel genug ist, diesen Menschen neben dem Erfolg im Büro auch den qualifizierten Berufsabschluss zu bieten, weil diese Flexibilität in den Systemen nicht da ist. Und deswegen ist das, muss sagen, ein schönes Stichwort, was Sie immer querbeet durchdeklinieren können und wir natürlich als Initiative für Flexibilität nur werben können. Das heißt, wir bringen ja auch Menschen zusammen hier in dieser Veranstaltung. Der eine oder andere wird es in der Form noch nicht gehört haben, aber der kann es als Multiplikator mitnehmen und sagen, warum ist denn das eigentlich ein Problem? Warum können wir da nicht irgendwas machen? Weil im Grunde genommen heißt es, wir müssen die Köpfe erreichen. Wir müssen die Köpfe der Region erreichen und daran arbeiten wir. Auch sehr, sehr interessiert an dem Thema ist die IHK, die HBK in Koblenz. Henning hat es eben schon mal erwähnt, die wirklich da auch mitgehen, die auch Unterstützung leisten. Wir haben verschiedene Veranstaltungen jetzt gemacht, um einfach bei Arbeitgebern nochmal Werbung zu machen, die ja vielleicht auch so ein bisschen Hemmungen hatten, sich dem Personenkreis zu widmen, dass man einfach mal anfängt, dass man einfach mal den Mut hat, die Möglichkeiten auszuschöpfen. Und ich nenne einfach mal ein paar Zahlen. Also Zahlen sind ja bei uns immer ein ganz wichtiges Thema. Der Beschäftigungsaufwuchs, auch hier im Landkreis Main-Koblenz, findet absolut zu 100% nur noch statt mit Menschen mit Migrationshintergrund. Und wenn Sie in Koblenz mal in der Altstadt in die Gastronomie gehen, dann werden Sie viele Menschen sehen und erleben, die einfach über Migrationshintergrund letztendlich bei uns eine Arbeit gefunden haben. Im Agenturbezirk, das sind die Landkreise Cochenzell, Ahrweiler, Main-Koblenz und die Stadt Koblenz, arbeiten ungefähr 5000 Menschen sozialversicherungspflichtig mit Fluchthintergrund und aus der Ukraine. Und ich würde gerne noch viel mehr mit anderen Partnern in irgendeiner Form in Arbeit bringen, weil es ohne diese Dinge nicht geht. Und im Agenturbezirk arbeiten nur mal als letzte Zahl 210.000 Menschen sozialversicherungspflichtig. Davon sind 28.000 Ausländer. Ausländer. Nicht die mit Migrationshintergrund, sondern Ausländer. Und wenn wir die jetzt alle mal wegdenken, Herr Hamann zum Beispiel, für den Standort Koblenz, ich habe heute Morgen mit der Bürgermeisterin noch gesprochen, wenn wir die jetzt alle mal wegdenken, dann hätten wir ein Riesenproblem. Und wir müssen einfach als eine Alternative, auch was Sie machen, wir müssen einfach uns diesem Personenkreis widmen mit Unterstützung der Sprachvermittlung und so weiter und so fort. Das ist eine Aufgabe, die wird an Bedeutung noch gewinnen. Das ist nicht ein Thema, was wir über die Zeit jetzt verlieren, sondern einfach die Demografie, die Entwicklung. Ich bin ja selber ein Babyboomer, ich gehe dann auch irgendwann in Rente und da bin ich dann einer von vielen. Wenn wir mal weg sind, diejenigen, die nachkommen, das werden nicht so viele sein. Und deswegen können wir, wenn nicht noch unheimliche Rationalisierungspotenziale über KI oder sonstige Dinge dann realisiert werden, werden wir in diesen Weg verstärkt einsteigen müssen. Und dann müssen wir über jeden froh sein, der zu uns kommt und qualifiziert dann in den Unternehmen arbeitet. Also deswegen, was Frank Schmidt gesagt hat, ein paar große Ausrufungszeichen dahinter, das kann nur der Weg sein. Mhm. Dankeschön. Und nochmal, ich werde da auch irgendwann emotional bei dem Thema. Das finde ich gut. Wir haben unheimlich viele Leute aus der Ukraine, die mit einer grandiosen Berufsbiografie hier bei uns sind. Die brauchen einfach nur mal eine Möglichkeit und eine Chance, dass sie irgendwo anfangen. Und wir können jetzt machen, keine Ahnung, was wir alles machen. Mit den Jobcentern, mit den Agenturen, wie auch immer. Wir bieten Möglichkeiten der finanziellen Förderung, was auch immer. Aber irgendwo am letzten Ende muss ein Arbeitgeber da sein, der sagt, okay, ich mache das. Ich probiere das jetzt mal. Ja. Und ich bin sehr davon überzeugt, dass der deutsche Weg, den wir gehen, der bessere, der nachhaltigere ist, weil wir während der Beschäftigung versuchen, mit den Arbeitgebern entsprechend die Sprache zu vermitteln. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich finde, das ist ein Applaus wert.
Damit schließen wir auch unsere Runde und es gebührt dem Vorsitzenden der Initiative Region Koblenz-Mittelrhein, die Verabschiedung und das Schlusswort zu übernehmen. Ja, Frau Wolf, erstmal herzlichen Dank für die Gesprächsführung. Den Herren herzlichen Dank für diese Runde. Ich muss sagen, wir hatten die Idee gehabt, wir machen das mal bei der Mitgliederversammlung und ich glaube, diese Breite, die diese Runde gezeigt hat, zeigt auch die Breite, wo man sagt, da könnten wir jetzt zugreifen, machen. Das ist das, was ich ständig predige. Die Straße ist voll mit Themen, wo wir überregional arbeiten können, also über die Kreisgrenzen hinaus. Und die Runde hat es dokumentiert. Ich danke ganz herzlich für die Teilnahme an dieser Runde. Wir haben noch was Kleines vorbereitet für alle Teilnehmer. Werde ich gleich im Anschluss machen. Ihnen allen, die, muss sagen, wirklich aufmerksam zugehört haben. Ich habe das ein bisschen beobachtet. Ich habe den Eindruck, auch Ihnen hat das gefallen, weil wir damit auch Themen transportieren, die nicht jeder jeden Tag in dieser Lebhaftigkeit erlebt, weil es ist das wahre Leben. Und das, muss sagen, immer wieder rüberzubringen, auch mit Ihrer Einstellung, das ist das, was immer die Mühe lohnt, welches Amt auch immer auszuüben. Und deswegen herzlichen Dank und ich muss sagen, Ihnen nochmal herzlichen Dank, dass Sie heute hier sind.